Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Video von Samcard und heute geht es wieder mal um Voodoles. Beim letzten Mal haben wir uns das so ein bisschen angeguckt, wir haben kennengelernt, was sind denn Voodoles überhaupt. Das sind halt Puppen mit Fertigkeiten, ja, wir haben ein oder zwei Fertigkeiten. Und es ist so eine Art Tower Defense in so einem global oder beziehungsweise erdbasierten Ball, kann ich das sagen. Also es wird so eine Welt, wird angepreist wie so ein Ball. Und wenn man läuft, dann bewegt das sich so halt, wie so eine Art, als würde man über einen Globus so laufen. Und ja, war eigentlich sehr anstrengend für die Augen, aber ja, ich meine, wer das, wem es gefällt, ja, wem das passt, ich denke mal, der kommt damit zurecht. Ich zum Beispiel, ja, also ich, mir gefällt es auch so an sich, das Spiel. Ich kann es auch spielen, aber halt auch nicht auf längerer Basis. Aber ich meine, für den Zeitraum des Videos reicht es und das kriegen wir hin. So, beim letzten Mal habe ich ja gesagt, versuchen wir mal den Multiplayer. Da muss ich leider sagen, das ist leider kein offener Multiplayer. Es ist eher so ein Code-Multiplayer. Das heißt, man kriegt, wenn man ein Spiel startet, ein Raum-ID, muss die denn hier eintragen und dann kann man die beitreten. Deshalb sind hier 4 Leute abgebildet. Ich denke mal, das wird nur bis zu 4 Leute möglich sein. Also es ist eher so ein 4er-Koop-Modus. Ist schade, aber kann man nicht ändern. Dann habe ich auch noch gemerkt, hier oben, wo wir im Hauptmenü sind, weil ich mich ja letztes Mal so ein bisschen beschwert habe, sage ich mal, dass alles so schwer ist. Es wird noch einfacher, beziehungsweise wir haben auf normal gespielt, ja. Wir können auch alles auf einfach spielen, außer natürlich Prolog. Aber obwohl es war schon einfach, okay. Das heißt, wir können nochmal nur auf normal spielen, auf schwer nochmal spielen. Dann gibt es auch nochmal den Herausforderungsmodus. Da können wir so eine Nadeln sammeln. Mit diesen Nadeln zum Beispiel können wir hier oben links in die Werkstatt gehen. Da können wir in dieser Werkstatt zum Beispiel mit diesen Nadeln, ja, unser Turm verbessern. So. Das heißt, ich gebe jetzt hier mal die Punkte aus. Ich habe sogar genug. Oder auch nicht. Es wird sogar immer mehr. Schade. Ich dachte, okay. Also, man kann sie verbessern. Ja. Und ich hoffe, es hat sich jetzt auch irgendwas schon getan. Ja, es hat sich sogar schon was getan. Ja, die Werte werden verbessert. Und er hat dann auch eine größere Reichweite und kann so oft so auch mal mehr schießen. Ne? So, also hier kann man sozusagen die ganzen Dinger verstärken. So, finde ich eine nette Idee. Tut das Ganze ein bisschen noch verändern. Das tut das ganze Spiel ein bisschen anders Licht verrücken. Genau. Auf Verzauberung, wir müssen hier, damit es verzaubert, also wir können die auch verzaubern, die Türme. Wir müssen es aber erst freischalten. Ja, sozusagen wie eine Art Wikipedia hier von dem Spiel. Da sehen wir sozusagen alles, was ist. Und hier kann man Fallen lesen, hier kann man Feinde nachlesen, was die so sind, was sie so können. Ne? Gibt irgendwie noch eine Galerie, oh, mit schönen Bildern. Okay, wie die halt aussehen. Okay, interessant. Cool. Gibt es unter verschiedenen Farben. Okay. So, dann Verbündete. Okay, Bewahrer. Schnitter. Okay, die kommen also auch noch. Okay. Also man hat sozusagen die 4 Puppen. Dann bekommt man wohl auch noch Verbündete. Das heißt, es lohnt sich also, den Singleplayer noch mal ein bisschen anzugucken. Genau. Okay, gut. Machen wir einfach weiter. Hexenhöhle, Kapitel 1. Genau, also es wird wahrscheinlich ein paar Kapitel geben. Also es geht noch ein bisschen. Wir spielen natürlich weiter auf einfach. Es ist so schon schwer. Deswegen, bereit, Puppe auswählen. Ich würde sagen, wir nehmen diesmal... obwohl Fernkampf schon cool war. Muss mal gucken. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber wir nehmen jetzt einmal den Nahkämpfer. So. Oh, jetzt mal gucken hier. Feuert Dings, bla bla. Versetzt schnelle Hiebe. Ja, wir nehmen die Axt. Obwohl die Axt schon ganz schön. Das macht der. Oha. Ist ja cool. Das ist cool. Das sieht cool aus. Okay, wir starten. Los geht's.
Also mit den Aufwertungen und sowas, auch mit den verschiedenen Charakteren, denn nachher macht das natürlich auch dann viel mehr Spaß und wird dann wahrscheinlich auch noch so einige Spielabläufe so ändern, ja, und zufälligweise darstellen. Gucken mal. So. Ich nehme die Prüfung an. Ah, ich habe es sogar schon gefunden, gleich am Anfang. Okay. Und hier muss ich natürlich auch aufpassen, dass ich die Prüfung dann abgebe. Schön, dass du da bist, denn der Frühlingszeit nähert sich am Ende. Heute brauche ich deine Kampfkünste, denn die Dämonen bedrohen mein Volk. Prüfung annehmen, ja. Du musst unser Dorf vor deinen Feinden beschützen und möglichst viele Mitglieder meines Volkes vor dem Tod retten. Und wo ist dein Dorf? Das wäre natürlich gut, mal zu erfahren, wo dein Dorf ist. Ah, das wäre echt interessant zu erfahren, wo dein Dorf ist. Okay. Aber ich sehe auch nicht mal, wo der Typ ist. Ach, da. Da soll er sein, okay. Ach, hier ist so ein Kreis, okay. Hat bestimmt auch was zu bedeuten, so ein Pilzkreis. Okay. Und der steht natürlich genau in der Mitte, ne? Das ist schon. Ah, hier ist das Dorf. Hier ist das Dorf, was ich beschützen muss. Ah, okay. Ah, hallo. Okay. Das sind mal die, die wir vorhin gesehen haben. Der Wikipedia. In der Wiki. Nicht Wikipedia. So, gut. Fallen. Wir gucken jetzt mal. Wir haben die natürlich ein bisschen aufgerüstet hier. Jetzt sollte das Ding auch ein bisschen schneller schießen. Gucken mal. Dann hier die mal ein bisschen verlangsamen. So, das Ding hier hin. Und dann haben wir noch ein. Was haben wir noch? Ja, wir könnten noch mal einen Turm hin machen oder noch mal so eine Falle. Machen wir so eine Falle. Gut. Okay. Und wir starten. Zack. Ah, Nahkampf ist schon ein bisschen mehr, ne? So, da hinten kommen auch welche raus. Oh, das habe ich natürlich gar nicht bedacht. Oh, weia, oh, weia, oh, weia. Aber kein Problem für mich. Ich rupp die alle kaputt. Zack. Ah. Okay, cool. Sehr stark auf jeden Fall. Ja, also es ist krass. Also man merkt, es ist wirklich tatsächlich sowas von ausgelegt. Auf Multiplayer, auf Koop. Aber ich finde, wenn sie schon so eine Singleplayer-Kampagne reinbringen, sollten die das schon ein bisschen anpassen. So, also ein bisschen schwieriger. Aber gut, es ist ja noch einfach. Ich meine, obwohl, es ist nur einfach, ja. Also im Endeffekt. So, aber wir können ja noch nachher unsere Türme verstärken, wenn man das sehr lange spielt. Sage ich jetzt mal, das könnte einiges ändern. Aber der Turm zum Beispiel, der war hier nicht schlecht. Der hat mir gut gefallen, der Turm. So, dann setzen wir noch so einen hier hin. Zack. Und dann setzen wir noch hier sowas hin. Wir hoffen, dass sie da drauf gehen. Ja, haben wir, oh, wir können sogar noch einen Turm setzen. Den setzen wir dann hier hin. Oder? Kann er hier hin? Ah, hier könnt ihr hin. Okay. Zack. Na denn. Auf geht's. Verteidige das Wenschu-Dorf. Was macht die denn? Okay. So.
Ich muss ja echt, also es ist echt viel, ne? Viele Punkte auf einmal, Wahnsinn. Weiß halt nicht, wo du als erstes hin sollst. Aber scheint da drin zu klappen, mit dem, was ich so gebaut habe. Wir können ja auch noch schön durch die Meute uns hier switchen. Zack. Zack, war gut. Hat funktioniert, was wir gemacht haben. Gut, jetzt wären wir schon langsam mal besser. Okay, jetzt kommen sie von da hinten. Läuft. Weiterbauen, so. Mal gucken. Also, einmal bauen wir wieder einen hier. Dann bauen wir wieder so einen großen Turm. Die sind echt gut, die Dinger. Und wir machen wieder unsere typische Verteidigungslinie hier, dass die so. Weil die laufen meistens immer drumherum. Das ist hier echt gemein. Vielleicht könnte man denn einfach mal den Weg ein bisschen kleiner machen, dass es sich lohnt hier. Ne? Weil ich finde es schon ein bisschen unfair, dass die hier einfach durch die Fallen durchlaufen und nichts passiert. Aber okay. So, ich denke mal, wir haben es. Weiter geht's. Also, Vieh ist natürlich da oben. Komme ich natürlich gar nicht ran. Das ist natürlich gemein. Das schießt die kaputt. Aber. Oh, shit. Das war echt knapp. Jetzt habe ich mich zu sehr auf die konzentriert. Also, die reißen hier hinten gar nichts, die Türme. Aber alles kein Problem. Kriegen wir hin. Mit Nahkämpfer, denke ich, ist das gut realisierbar. Gut. Gut, haben wir überstanden. Sieht gut aus. Okay. So. Hier hinten hat es geschwächelt. Also hier sind sie einfach durchgeprescht. Ja, ist ja Wahnsinn. Ist noch irgendwo eigentlich ein Eingang? Nee. Doch von dahin. Ich glaube hier, aber hier habe ich auch doch was gebaut. Also hier scheint es gut zu klappen, ne? Die scheinen hier echt gut voranzukommen. So, das heißt, ich verzauber das Ding hier mal. Damit die hier noch mehr ein bisschen Puffer haben. Also hier scheinen sie echt gut zurechtzukommen. Hier hinten. Ich baue mal hier noch was in der Kreuzung rein. Zack. So. Und dann gucken wir mal, dass wir hier noch ein paar so eine Dinger reinkriegen. Jawohl, das sieht doch schön aus. So. Also ich finde den Viererturm, naja, der ist zwar gut, aber. Da muss ich halt immer anwesend sein. Das ist natürlich dann nicht so gut. Gut. Oha, was war das? Oh, jetzt kommt auch noch ein Boss hier. Okay, geschafft. Kommt bestimmt nochmal so ein großer. Ah, so ein Nahkämpfer, der macht schon was anders. Also, ich denke mal, so als Fernkämpfer hätte ich jetzt schon ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Alles ganz gut aus. Wunderbar. So, oh. Da drüben, Angriff. Okay, haben sie überstanden. Ja, die können ja auch sich mal ein bisschen selber verteidigen, ne? Zack. Also, der Nahkämpfer, der ist gut. Der gefällt mir mit dem Degen. Den werden bestimmt viele nutzen. So, die sind eigentlich hier.
Ah, ich denke mal, ich soll mal hier ein bisschen die Mitte mehr verstärken. Jetzt sind sie da drüben auch durchgekommen. Ich denke mal, hier muss ich auch ein bisschen was tun. Hier werden wir hoch. Hier werden wir auch mal so einen großen hinstellen noch. 7, so. Oh, zack. Und dann werden wir hier nochmal so die Teile hinstellen. So, ich denke mal, das sollte reichen. Und dann werden wir hier nochmal was hinstellen. Dass hier einfach ein bisschen mehr passiert. Zack. Dann werden wir das Ganze auch nochmal schön verbessern. So. Und auf geht's. Aber wir lassen die einfach mal ein bisschen kommen hier. Wir sollten mal die Türme ein bisschen arbeiten lassen. Ja. Aber guck dir dann, die preschen da richtig durch. Das ist Wahnsinn. Aber ja, 4 Türme. Kommt gut. So, hier drüben. Ja, komm. Das schafft er doch. Zack. Aber. Okay, bis jetzt sieht es überall gut aus. Ah, den großen schaffen sie auch. Ah. Super, das sieht alles gut aus. Ich brauche gar nichts mehr zu machen. Top, so muss das sein. Zack, und jetzt die Olle da noch. Und zack. Jawohl. Klappt gut. Super. Okay. My attempt to leave hell brought us to a curious little planet. There, a soothing silence was dominating the dead ruins of Circe's realm. But even though we left the prisons of hell, and despite the effectiveness of my protectors, the demons never gave up. I had to use the brief moments each victory was giving us wisely to find out the true nature of these worlds. Aha. Bin ich mal gespannt, so wie es weitergeht. Freibeuterhülle. Finde Iselin optional. Okay, natürlich machen wir die. Wir finden die. Die Frage ist, wo ist die? Ich kann mir schon denken, wo die ist. Stimmt hier irgendwo. Auf der Insel. Weil die wollen es einem ja nicht so einfach machen. Ne? Aber irgendwie scheint mir da nicht hochzukommen. Oh. Bei der Kunde kannst du Garn wahrscheinlich finden. Sie warten nur darauf, dass sie einsam ist. Sie gewähren dir Dinge, mit denen du im Menü einen Fallen verbessern kannst. Oh, cool. Das war dieser Ton. Also es lohnt sich auch, was zu erkunden. Aber wie gesagt, mit diesen Bewegungen, ne, ist es echt anstrengend. Also, guck mal, wir spielen jetzt wieder gerade mal 1/4 Stunde. Es ist echt anstrengend. Also an die Appell an die Entwickler, vielleicht da mal ein bisschen. Es ist eine schöne Welt, ist auch schön gestaltet, ja, aber
dieser Effekt, dass es einfach so dolle nach unten geht, dass es sich die Welt einfach bewegt, das ist nicht gut für die Augen. Und ich bin gar kein Epileptiker, ich habe gar keine Probleme eigentlich damit, aber ich muss echt sagen, oh, es ist echt anstrengend. Nochmal alles kaputt machen hier. Gut, wo könnte ich sein? Oh. Irgendwo ist es hier. Ja. Da ist auch die Frau, okay. Irgendwo hier. Ah, da ist es. Was ist das? Diese Tagebücher erzählen eine Geschichte von den Wanderern, entdeckt werden will. Ah, okay. Sobald es sie eingesammelt hat, sind sie in der Wiki zugänglich. Okay. Na, ja, ich will jetzt nicht lesen. Ich hasse lesen. So. Wisst ihr doch. Mittlerweile schon. So, okay. Und hier war die irgendwo. Wo ist sie? Da. Hallo. Willkommen in Sommerwelten, meine Freunde. Dies ist ein Ort der Gier und des Lasters, der einst von Seelenlieben bewohnt wurde. Ich brauche eure Hilfe, um zu verhindern, dass Dämonen die Schätze der Seelenliebe bergen. Okay. Prüfung annehmen. Ach, ich drücke immer Y. So, was muss ich machen? Ha. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, sind die hier alle gestorben und die Piratenschätze müssen noch gefunden werden. Es ist wichtig, dass die Dämonen diese Truhen nicht in ihre Hände bekommen. Sie sollen uns verraten, wo sie sich drum befinden. Dann tötet ihr sie und bringt mir die Truhen. Okay. Also wieder ein Wettlauf mit dieser Zeit. Ich glaube, das alles nicht schon schnell genug hier geht. So. Okay, hier kommt der Typ hin. Schau, dass ich die Kanone nicht bedienen kann, Mensch. Das wäre ja was Tolles. Oh, die kommen alle von hier hinten. Krass. Ne, einer. Einer und drei kommen von da hinten. Okay. Gut. Oh, hier ist eine Truhe. Hier ist eine Truhe. Da ist doch bestimmt ein Schatz drin. Gut. Die sammeln sich alle hier in der Mitte. Oder? Ja. Ne, hier sammeln sie sich alle. Alle in der Mitte. Aber ich will sie, glaube ich, nicht so lang. Nee, da will ich sie gar nicht hinhaben. Müssen im Vorfeld schon ausgemerzt werden hier. Okay. So. Oh, was ist das? Schlangenwolke erzeugt einen ständigen Säurigen, der Feinden spektralen Schaden zufügt. Okay. Muss ich die aktivieren? Was ich auch doof finde, dass ich diese Verstärkungen der Türme nicht hier im Spiel machen kann. Ich muss immer wieder raus ins Hauptmenü. Da könnte man vielleicht auch noch was machen, dass ich mal da wirklich auch ja, raus kann. Ja. Das wäre schon nicht schlecht. So, das ist alles der Weg hier. Ach du Scheiße. Also ich kann die erst hier hinbauen. Zack. Zack. So, auch hier. Ja, wir brauchen das. Definitiv. Und jetzt ist es auch schon zu Ende. Jetzt kann ich auch schon nicht mehr bauen. Schade. So, der Weg ist halt so groß, ne? Na gut. Ups. Los geht's. Merzen die alle kaputt. Okay.
Ah, hier. Das Gute ist, hier ist Wasser, ne? Ruhe wurde enthüllt. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Wo soll sie sein, die Truhe? Ich sehe sie nicht. Ach, da. Oder hat er mich gerade gestunt, anstatt ich ihn? Okay, was gab das mir jetzt? Nichts. So, und jetzt habe ich das alles aufs Spiel gesetzt und muss jetzt irgendwie wieder gucken, wie ich wieder zurückkomme hier. Oh. Nein, lass ihn in Ruhe. Bring doch. Was hat die gemacht? Jetzt, was ist das denn? Jetzt kann ich nicht mehr angreifen. Ja, super. Das hat den jetzt richtig schön Schaden gemacht. Ich habe die Truhe und kann nicht mehr angreifen. Also, ihr wisst Bescheid. Die Prüfung nicht geschwört. Was? Alter, das ist jetzt echt schon makaber, ganz ehrlich. Ich habe die Truhe die ganze Zeit in der Hand, habe den Truhendieb getötet. Jetzt, wo ich sie abgeben wollte, steht auf einmal da, du hast es nicht geschafft, du hast die Truhendiebe nicht getötet. Hä? Also, da müsst ihr auch noch ein bisschen dran arbeiten. Das ist, finde ich, jetzt nicht fair, muss ich sagen. Das ist halt das, was ich meine. Das Spiel ist so ein bisschen hektisch. Ja, also, weiß ich nicht. So ganz werde ich nicht warm. Sah am Anfang cool aus, aber es ist viel, viel vor. So, wir gucken mal. Kann ich die hier hinbauen? Ja. So. Dann ist hier auch nochmal. Kann ich den auch hier hinbauen? Ja, gut. Ja, andere Seite. Keine Ahnung. Habe ich noch nicht mal viel Dings. Okay, verletzen kann ich mich nicht damit für selber. Gut. Laufen die genau hier durch? Nee. Die laufen hier durch, so das heißt, wenn ich die schön langsam hier durchlaufen lasse, ist das natürlich super. Ja. Okay, gut. Dann gucken wir mal. Guck das an. Guck das an, wie schnell. Aber der geht, glaube ich, nur auf mich. So wie das scheint. Aber trotzdem, also noch schneller kann man es nicht machen. Ah, oh, okay, aber die kriegen gut Schaden. Aber es reicht halt noch nicht. Es reicht halt nicht, dass die jetzt gestorben sind. Man bekommt auch viel zu wenig Punkte, finde ich. Es ist alles so. Aber okay. Doppelte Punkte. Zack. Ich weiß auch nicht, was denn ist, wenn ich gestorben bin. Was denn dann passiert? Ob das Spiel dann vorbei ist oder... Keine Ahnung. So. Das mit dem Regen ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wir werden hier aber nochmal so einen Turm hinsetzen. So. Denn die Türme waren nicht schlecht. Also die haben echt gut Schaden gemacht hier. Ich werde jetzt auch hier mal noch welche hinsetzen. Dass da auch mal ein bisschen Verteidigung passiert. Genau ein Punkt. Ein Punkt. Bescheuert. Aber okay. So, die treffen eigentlich alle hier. Mal gucken. Den werden wir jetzt hier mal ein bisschen verstärken. So.
Ja, okay, Angriff. Ich kann mich auch nicht heilen oder so, nix, keine Ahnung. Oder heilt der mich? Tatsächlich, er heilt mich. Gut. Lass die ruhig alle kommen. Da kommt eine ganze Meute und ich habe da nichts verteidigt. Aber egal, wir kriegen das schon irgendwie hin. Also ich meine, für so einen großen Weg, ne? So eine riesen Welt kriegt man einfach zu wenig Punkte, dass man das alles zubauen könnte. Oh Scheiße, die fliegt da schon wieder. Ich hoffe, die kriegen die platt. Hier habe ich echt Schwierigkeiten. Das läuft doch gut. Zack. Schön. Und sogar drei Dinger gleich kriegt. Super. Ich glaube, dann verzauber ich die hier gleich. Und dann machen wir das hier. Wir bauen jetzt hier ein bisschen aus. Dass sie sozusagen hier jetzt alle schön hier in das Ding reingeraten. So, dann kriegen sie noch ein bisschen Feuer. Obwohl so eine Regenwolke ist, ist auch nicht schlecht. Zack. Ah, dann hier auch nochmal eine. Und dann werden wir gleich das Ganze hier noch so ein bisschen schwächeln. So. Zack. Gut. Irgendwann damit haben wir es. Okay, los geht's. Angriff. Na, wer kommt da? Okay. Bis jetzt schaffen sie es gut. Ja, so ein Nahkämpfer, der ist echt gut im Vorteil. Also, er ist sowohl Fernkampf als auch Nahkampf, kann man fast sagen. Na gut, Fernkampf, ja gut, in der Luft kann er natürlich nichts machen, nichts aussetzen, ne, aber. Aber die kriegen gut Schaden, auf jeden Fall. So, ist ja die vierte Welle. Also eigentlich passiert jetzt nicht mehr viel. Zack. So. Samtarambam. Also eigentlich dürften sie jetzt nicht mehr durchkommen. Ist eigentlich eine gute Verteidigung, die ich jetzt gebaut habe. Ja, das läuft gut. Also man muss so theoretisch auch Fallen kombinieren. Hier zum Beispiel das mit den Säureregen und sowas. Mit dem hier ist schon eine gute Kombi. Passt schon. Oh, der Blitz ist für die Großen gut. Also für die Großen sind die Blitze echt gut. Jetzt kommt nochmal so ein Vieh. Alter. Kriegst du ja Angst, wenn so ein Diablo vor dir kommt. So. Zack. Geschafft. Super. Okay. Freigeschaltet. Spektralschlag. Fähigkeit, über die alle Puppen verfügen, ist einer der Wege, Möglichkeiten, den spektralen Schutz von Feinden zu durchbrechen. Okay.
Enthexungsritual. Neutralisiert vorübergehend den spektralen Schutz von Feinden. Also kommt jetzt wohl auch noch ein Schilder dabei, der die anderen wahrscheinlich noch schildet. Okay. Also es gibt hier überall ein Buch, zwei so eine Dinger. Also man gibt es schön zu sammeln und man muss auch mit den anderen Spielern hier sozusagen das spielen. Da kriegt man bestimmt noch mehr so eine Punkte. Okay, gut. Jetzt so für die zweite Runde war es nicht schlecht. Aber wie gesagt, nach wie vor, trotzdem ist es sehr anstrengend für die Augen. Jetzt durch die Fertigkeiten und sowas alles und mit dem Nahkämpfer, der so vorne pescht, ist es doch recht angenehm. Also das Kampfgeschehen, es ist doch nicht so schwer, wie ich dachte. Aber es wird bestimmt noch viel, viel schwieriger werden. Ja, wie gesagt, so einige kleine Schönheitsfehler waren drinnen, finde ich jetzt. Das mit der Quest hat mir nicht so ganz gefallen, dass die mir abgebrochen wurde. Aber so an ganzen würde ich es nochmal spielen, aber ich würde es dann wahrscheinlich mit Kumpels spielen, mit Freunden spielen. Ich denke mal, da kann man so einiges machen. So für einen gemütlichen Spieleabend ist das schon ganz gut. Und ja, dann, wenn euch das gefallen hat, lasst mal einen schönen Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. Auch für ein Abo würde mich sehr, sehr freuen. Genau, dann sehen wir uns bis zum nächsten Video wieder. Oder dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. So, tschüss. Peace.